Die Schale ist echt ziemlich dick. Wir haben uns gewonnen. Wir stehen direkt auf dem Frankepark. Wir haben seit langem mal wieder einen bewölkten Himmel. Es hat auch schon ein bisschen getröpfelt. Wir stehen wieder an unserem Hippie-Parkplatz für ein, zwei Tage. Kai ist am Arbeiten und ich bin hier gerade schon Abendessen am Vorbereiten. Wir haben gestern diese Dinger gekauft, dachten, boah, geil, große Bohnen, richtig lecker. Und jetzt haben wir das mal übersetzt, was auf der Packung stand. Und zwar heißen diese Dinger Guisantes. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe das mal eingegeben im Übersetzer und dann kam raus, es sind Erbsen. Naja, doch keine Bohnen. Jetzt waren wir uns unsicher, ob das vielleicht Zuckerschoten oder ob man die jetzt mit oder ohne Schale essen kann. Haben wir ein bisschen nachgelesen. Sind jetzt uns trotzdem unsicher. Haben jetzt aber beschlossen, wir poolen die raus. Nicht, dass es dann nachher irgendwie eklig schmeckt. So sehen die aus. Muss ich dir helfen mit poolen? Weil du sagst, wir poolen die raus. Oh, ich pool sie raus. Du darfst weiter arbeiten. Okay, gut. Ich mach das. Es geht eigentlich ganz gut. Die kann man einfach aufbrechen, rauspoolen. Ist jetzt nicht großer Aufwand. Genau, weil die Schale ist echt ziemlich dick. Weiß nicht, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren lassen, wenn ihr wisst, was es ist, ob das wirklich Erbsen sind oder ob wir uns dafür tun. Schreibt es uns gerne. Wir poolen sie mal und wir werden sie so verkochen. Bin gespannt, wie sie schmecken auf jeden Fall. Stell's mir lecker vor. Man kann sie übrigens roh essen. Haben wir vorhin gemacht. So eine Erbse roh gegessen. War lecker. Süßlich. Das ging gut. Alle sind gepoolt. Das ist die Ausbeute. Schüsselchen voll Erbsen und das ist der Müll. Jetzt bin ich gespannt, wie das schmeckt. Mal schauen, mit was wir das heute Abend machen. Reis. Reis und? Sonnengetrocknete Tomaten. Oh, ja, und was noch? Einfach so? Zwiebel. Pilze. Wir lassen es euch sehen dann später. Das ist es jetzt geworden. Ich habe einfach Reis mit Karotten gekocht. Und dann im anderen Topf Zwiebeln mit den Erbsen, die ich ja gepult habe. Getrocknete Tomaten. Genau, das ist einfach und dann jetzt zusammengeworfen. Bisschen gewürzt. Und schmeckt. Herrlich. Hoffentlich gibt es dir Kraft. Weil du fühlst dich nicht so gut. Ne? Warm eingepackt, bisschen Halsschmerzen. Hoffen wir, dass es wieder schnell besser wird. Gute Nacht und morgen bin ich wieder fit. Dann gut schlafen und dann schauen wir morgen. Wie man sehen kann, geht's Kai wieder blendend. Yes. Er hat sich gut ausgeruht, war auch nichts Schlimmes, einfach ein bisschen abwehrschwach. Genau. Wir waren gerade zusammen wingen, sind jetzt weitergefahren. Wir haben uns von unseren Freunden verabschiedet. Ja. Und jetzt sind wir wieder on the road. Wir sind ganz neuen Plätze erkundet. Ja, Hammer. Ich freue mich richtig. Ja, das heißt, wir gehen ins Mittelmeer hoch. Genau. Wir gehen ins Mittelmeer hoch. Schon eine Stunde oberhalb Tarifa. Der Strand heißt Palomes. Palmones. Palmones, genau. Und das ist in der Bucht von Algeciras. Man hat Blick auf Gibraltar. Gibraltar, genau. Nicht Granada. Gibraltar, ja. Und es wäre eine traumhafte Bucht, ist es auch. Wäre es nicht, dass die Industrie irgendwie überhand nimmt hier. Ja, also, es hat man gut gerochen auf dem Wasser. Es hat ja die ganze Zeit nach Metall gerochen. Ja. Ne? Man sieht so ein bisschen viele Fabriken auch und es sind viele Booten auch. Aber sonst hat der Bucht schon etwas. Also das zeigen auch mal euch. Ne? Genau. Hier trinken wir am Lagune. Man sieht es, da ist der Hafen. So ein Käffchen. Herrlich genießen die Sonne. Ganze Workout. Ja, und wir genießen die Sonne. Die lässt sich ab und zu blicken. Und in eine andere Richtung haben wir Blick auf Gibraltar. Und ein riesen Tankboot, was da reinfährt. Das ist total. Ja, richtig groß. Und da, wo die Vögel sind, wird gefischt.
Da holt gerade der Fischerboot sein Netz rein. Hier stehen wir geparkt. Hier werden wir wahrscheinlich auch die Nacht verbringen. Jetzt zeigen wir euch mal den Strand. Jetzt ist gerade richtig schöne Abendstimmung. Schaut mal, wie die Sonnenstrahlen da durch die Wolken kommen. Richtig schön. Hier geht's rein in die Lagune und da wieder schöne Sonne und da sieht man schon hier Industrie, da liegen überall Boote, da ist immer noch dieses riesen Containerschiff und tada, Gibraltar. Genau, und da geht's auch weiter, da ist auch wieder alles mit Industrie voll. Ist echt schade, wäre sonst echt ein schöner Strand. Aber ich muss sagen, trotz der ganzen Industrie und so hier, gefällt's mir eigentlich doch. Irgendwie ja, schon auch eine besondere Stimmung. Aber vielleicht macht es auch einfach, weil wir gerade so schön die Sonnenstrahlen da hinten rein scheinen. Echt schön. Gibraltar ist wirklich ein eigenes Land, oder? Ja, das gehört zu England. Zu England, ja, genau. Ja, so war es. Ja, ich war da mal. Da sind ganz viele Affen auf dem Berg. Hier auf diesem Felsen. Hier auf dem Da sind Strand ganz viele Affen. Einer. Meinst du dich? Ja, ich sehe ihn. Dazu waren wir meistens heute Wingen, da so vor der Mole, bis zu diesem großen Boot und dann wieder zurück. Ja, und da ist auch, weiß nicht, Industriehafen halt, oder? Ja. Und was es hier auch wieder hat, ganz viele Muscheln. Hauptsächlich aber von dieser Sorte. Hier, von diesen gibt es ganz viele. In ganz vielen verschiedenen Farben. Echt schön. Zeig mal. Ah ja. Schön, ne? Die hat so eine schöne Streifung. Wir sind wieder ein kleines Stückchen weitergefahren, sind nicht mehr in Palmones, sondern in Soto Grande, sind gerade hier auf dem Parkplatz angekommen und jetzt schauen wir mal an den Strand, wie es hier aussieht, ob wir hier eine Runde aufs Wasser gehen können. Bisschen Wind ist schon, mal schauen, ob es reicht. Und, was sagst du? Ist noch leicht, ne, der Wind. Wir schauen jetzt von der Seite auf Gibraltar, da ist Gibraltar. Sieht verrückt aus. Ja, ne? Laufen wir hier ums Eck und hier steht auch noch ein Bunker, aber dahinter auch ein Bar. Irgendwie haben sie das so ein bisschen kombiniert. Wir haben gesehen, dass da oben im Hafen jemand am Kiten ist mit Foil. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil da ist wahrscheinlich richtig flaches Wasser. Und hier kommt so ein bisschen, ist es so choppig, nennt man das, chopp. Genau, ist nicht besonders. Und ist auch noch relativ schwach der Wind, ne? Weiter auf Entdeckungstour. Los geht's. Schön, das gefällt mir wieder. Ein paar Kilometer weiter sieht es so aus. Wir stehen direkt auf dem Strand geparkt, vor dem Palmbaum. Palmbaumen. Palme. Gesehen haben. Wo sind wir? Hier bei dem Hafen, wo wir vorhin von drüben gesehen haben. Genau, man sieht es auch. Da ist ein Kiter. Schön aus. Sehr, sehr schönes Strand. Es geht eine leichte Brise, ist aber echt sehr, sehr warm. Ich habe auch wieder herrlich ein T-Shirt an und ja, Kate macht einen Kaffee. Genießen wir erstmal die Sonne und dann schauen wir, ob es reicht, der Wind, genau. Ja. Schön.
Und wir stehen hier direkt an der Hafen geparkt. Ist so ein Luxe-Yacht und so liegen hier rum und Segelschiffen. Und die Appartemente. So richtig Urlaubsfeeling bekommt man hier mit den ganzen Palmen. Guten Morgen guten in Morgen. Cabo Pino. Cabo Pino, bei uns gibt's Frühstück am Strand gleich. Schau, die ist hier, wir laufen hier vor. Wie schön ist das bitte? Ja, gestern in Soto Grande war noch richtig schön. Ich war sogar auf dem Wasser. Es hat gerade so gereicht, der Wind. Ich bin ein bisschen hin und her geflogen. War echt schön. Und dann sind wir gestern noch hier nach Cabo Pino gefahren. Schön, richtig schön. Null Wind, spiegelglattes Wasser. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so ein ruhiges Wasser. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed. Oh, hast du ein schönes Plätzchen gefunden? Herrlich. Herrlich aus, ja. Schon richtig warm, aber weil gar kein Wind geht, die Sonne da ist. Richtig angenehm. Und die Ruhe. Aber die Stimmung verbinde ich irgendwie schon mit Mittelmeer so ein bisschen. So null Wind, spiegelglattes Wasser. Weiß ich nicht. Die Wärme, Sonne, Palmen. Richtig schön. Ja. Gutes Frühstück. Gutes Frühstück. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden. I'll follow only golden. Golden. Golden thing. Die Schüssel sind leer. Ja, der Bauch ist voll. Der Bauch ist voll. Jetzt machen wir mal Planung, oder? Was wir machen? Planung. Was ist dein Vorschlag? Vielleicht hier noch ein bisschen spazieren. Spazieren, hört sich gut an. Und dann wollten wir weiter gucken, ne? Weil hier kommt auch kein Wind weiter und so. Und dann fahren wir einfach die Küste langsam weiter. Ja, so machen wir es. Richtung Malaga. Wir sind kurz vor Malaga. Ja. Und vielleicht halten wir da dann mal irgendwo an. Kate packt hier die Sachen aus. Warte, ich filme mal ein bisschen ruhiger. Wir sind in... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber kurz nach Malaga. Wir kurz sind nach unserem Strandspazier in Cabo Pino dann weitergefahren. Ja, wir stehen geparkt in El Chanquete. Da stehen wir, man sieht es, Louis. Und mehrere städtisch jetzt natürlich. Ja, dahinter sieht man Malaga. Und wir haben gedacht, wir legen das Kleid hier schön in den Sand. Es ist herrlich warm. Das Strandtuch. Und lunchen hier. Also. Ja, wir machen richtig Picknick am Strand. Ah, herrlich. Lassen wir es uns gut gehen. Lunchen schön weiter, aber verabschieden uns schon mal für diese Woche. Ja, so schnell geht's wieder vorbei. Aber diese Woche haben wir wieder richtig viele neue Plätze und Strände gesehen. Genau. Und so geht's jetzt auch erstmal weiter. Neue Strände erkunden. Viel Neues. Ist immer schön, was auch Neues. Ein neues Jahr für Kate, Lebensjahr. Ja. Während ihr hier die Vlog anschaut, feiern wir ihr Geburtstag. Ja, genau. Also, ich habe nämlich am Sonntag Geburtstag. Gratuliere. Nein, du darfst noch nicht gratulieren jetzt im Voraus. Aber was wir dann gemacht haben am Geburtstag, seht ihr dann nächsten Sonntag. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tag. Macht's gut, Tim. Tschüss.